Auf ein neues, zum neuen Pokémon. Jetzt bei Pokémon Schwarz. Ja, Leute, wir haben letzte Party die Stadt weiter erkundet. Jan hat einfach ewig gebraucht bei einem Kampf, deswegen. Hä? Was ist jetzt erst in die Arena? Ja, ich war schon längst fertig da bei den. Och nee. Hey! Ich habe gerade gegen Arti, den Arenaleiter, gekämpft. Der war irgendwie ziemlich schwach. Bevor er mir den Orden überreicht hat, hat er mir das Leben leicht gemacht. Warum sagt er jetzt schwer gemacht? Hör auf. Naja, Käfer-Pokémon sind für mich kein Problem. Ich werde alle Arenaleiter der einen Region herausfordern und besiegen. Und bis dahin, tschüss. Ah ja. Verbell jetzt, nee, Arti. Haha. Ah, wie was? Du bist es. Du hast doch im ewigen Wald geholfen, den Plasma zu bekämpfen. Und dein Name war, ach klar. Willst du nicht in die Arena? Aber warte noch kurz. Ich muss mal kurz den Plasma herausfordern. Du kannst mich mal begleiten, wenn du willst. Ich gehe zum irgendwas Pier. Na gut. Oh nee. Ja toll, das haben wir gerade trainiert. Welcher Pier war denn das? Weiß nicht mehr. Ich hab der erste. Wow. Ja, entwickelt der sich mein Schalke vielleicht doch noch vorher. Apropos, es gab so gerade ein paar Sachen. Versuch, und zwar habe ich mein Team geändert, auch wie Flo. Nur weil Flo es wollte. Ich habe jetzt ein altes Pokémon rausgeschmissen, was Kanivanha gewesen wäre. Ich habe ein neues reingenommen, welches ihr dann erfahren werdet. Hier am zweiten. Bist du schon da? Ich bin vorbeigelaufen. Ihr entlang. Die Blast macht ihr Lunken, aber in das Pokémon. Dieses Mädchenstipitzte. Hey, was so am zweiten? Mein süßes Sunny. Also von links. Von rechts. Flori. Team Plasma hat es einfach gestohlen. Oh, jetzt kommt noch ein anderes Mädchen. Sprich du mal bitte. Ich weiß mal, wen du meinst und ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich habe Arti gesprochen und Bill, aber hier ist auch noch. Hier ist keiner! Der zweite. Von rechts. Wenn du von dem Häuschen der Route kommst, der zweite. Das ist aber rechts, nicht links. Ja, ich habe doch rechts dann korrigiert. Alter Flori. Hallo? Jetzt bin ich links. Hörst du mal auf damit? Was habe ich gemacht? Hallo. Ja, yeah, bei dem in der Mitte, da ist es bestimmt. Das ist in der Mitte, du Depp! Ja, das ist der zweite. Nee. Ich? Nein, das ist die Mitte, das ist der dritte, du Depp. Nee. Ah! Rechts davon sind nicht noch zwei Stück. Doch! Quatsch mit Dose. Und links auch. Guck ich mir gleich an. Jetzt, du musst sie sprechen. Ich habe Bell gesprochen und Arti. Ich weiß nicht, wie heißen die nochmal? Die Fragezeichen soll ich sprechen? Ja. Ja, und wie? Ja, eine andere Mädchenstimme halt. Weiß ich nicht. Eine andere Mädchenstimme? Ich habe aber nur zwei. Ja, muss noch eine dritte aussuchen. Ja, aber wie? Ja, los. Aber wie denn? Die Professorin habe ich auch noch. Ich hatte einen Hilfeschrauber und überwache der keine Ahnung. Aber ich hatte einfach eine grausame Mitten des Menschengebirges, habe ich sie dann leider aus den Augen verloren. Lilia, du hast getan, was du konntest. Ja. Aber das ist doch unerhört. Man kann doch nichts tun. Man kann einfach nichts tun. Genau, und deshalb werden wir den Pokémon zurückrollen. Stimmt es? Aber ihre Strategie, die einen Menschen oder einen Pokémon zu finden, ist mega schwierig. Oh Gott. Man, wir sind gut gucken, was macht ihr denn hier? Das ist auch eine Frau. Ja, ich hab dir ja gesprochen. Lass Flori den Dieben nach. Lilia, du bleibst bei den Mädchen. Zum Teufel. Bitte redet nicht. Mach dir keine Sorgen, ich bleib hier und beschütze. Gott, ey. So, ich weiß, es gibt Arena-Action. Oh, da ist ja doch noch einer, der ist ja ganz am Rand. Oh, okay. Ja, ja, ich weiß nicht, wo sind die jetzt hin? Stimmt, Richtung Arena. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Ich auch nicht. Ich habe so ewig kein Pokémon Schwarzwing gespielt. Einmal, oh, das aktiv. Ah, doch, die klang in Richtung der Arena. Okay, das hat sich ein bisschen zusammengesetzt. Hä? Okay, da vorne. Mein Gott, was passiert hier? Ein Zeitwert, ihre muss es sein.
Hier gibt's nichts zu sehen. Hier drin ist niemand. Weder die sieben Weisen noch Team Plasma. Wenn ihr uns nicht glaubt, müsst ihr erstmal an uns vorbeikommen. Puh, ihr müsst uns gleich so erschrecken. Hallo. Nicht fassen. Den überlasse ich dir. Jetzt los. Was gibt's auf dem Kopf, Junge? Hallo? 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 Bist du noch da? Ja, aber warum darf ich nicht kämpfen? Hä? Hallo? Arti? Ja, aber ich will doch. Hast du eben Nein gedrückt? Nein! Hallo! Ja, Jan, oh, jetzt spielt es vorbei und ich darf alleine kämpfen. Dankeschön. Ach, schön. Oh, ich wollte schon stärker. Sagen. Das ist doch blöd, nein. Ah. Bap, bap. Das heißt, Level up für mein Shiny Bap. So, Rüpel besiegt. Als ob ich das jetzt auch entwickelt, willst du mich verarschen? Nee, noch nicht, aber jetzt bald. Oh, Leute. Ich werde nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass das nächste Teammitglied sich auch instant entwickeln wird. Und das zweite Mal dauert auch nicht lange. Bei mir ist es ähnlich. Oh nein! Nein, 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 nein! Team Plasma tritt den Rückzug an. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Aber wie auch immer, wir müssen schnell den sieben Weisen Bescheid geben. Ja, ich habe mich total verlaufen. Die Wegbeschreibung ist aber auch mega scheiße. Wenn sich die Plasma für drinnen rumträgt, dann kann das gestohlene Pokémon auch nicht weit sein. Okay, ich rein. ich gehe rein. Ah, diesmal kämpfe ich auch mit. Komm schon, Flori! Mein Gott, diese ganzen weiblichen Stimmen, ey. Wir wollten doch nur die Arena machen. Ja, wo sind alle? Was macht ihr denn jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, wie ich meinen gesprochen habe. Leon, Renati. Wer meint die Plasma? Oh Gott. Ihre von die Plasma reset wohl von der Sorte, die sich einfach nimmt, was sie will. Tja. Ja, das ist noch wer anders. Aquilius, den haben wir noch nicht gesehen. Was? Oh, das ist einfach ein alter Mann. Du siehst ja, die sind ja alles alte Männer eigentlich. Das sind ja einfach nur... Der alten Männer. Der Rentner-Club, Junge. Los hier. Der Rentner-Pokémon-Club. Oh, Scheiße. Okay. Ich finde, das hatte schon was. Direkt vor der Pokémon-Arena ein Geheimversteck zu unterhalten. Aber nun ist es ja leider schneller aufgeflogen, als wir dachten. Der ist doch nicht besoffen. Doch jetzt schon. Da habe ich mich wohl dazu entschieden. In der Tat. Aber im Grunde haben wir bereits den ganzen Vorgang unterschlüpft. Nun, wie auch immer, sagt mir, was kennt ihr? Ja, klar kenne ich die. Na, so ist es. Wie lässt sich eine Welt, die so dumm ist, von diesen Menschen bevölkern? Ihr müsstet eigentlich schon längst Reue und beten. Und ich empfehle euch pro Tag 1 Kilo Tomaten. Das und strafft ein Kilo, die Haut. Und 1 Kilo Met. Ja, hier in Strata City gibt es so viele Menschen. Das könnt ihr doch nicht. Das geht doch nicht. Ich komme gar nicht mit, was du hier schon weggeklickt und, hast. Und das Wohlergehen. Ihr denkt die ganze Zeit nur an euch. Ihr seid so egoistisch. Aber ich rede einfach so viel. Na, was vernehmen mir eine Ohren da? Du bist doof. 1 Kilo Tomaten ist vorgeschrieben und jeden Tag zu beten. Außerdem, dieses Pokémon. Ist das deins? Oh, danke. Das ist ein Zombie. Ja, ich hab's wieder. Das ist es eben, Freundschaft. Freundschaft ist ganz wichtig. Und 1 Kilo Tomat. Damit verabschieden wir uns. Was war das denn jetzt? Was denn? Einfach irgendein Typ, der nur über Tomaten geredet hat und ein alter besoffener Opa. Nee, für die ist Freundschaft wichtig, aber ihr müsst auch beten. Es ist die Religion. Und jetzt Lydia. Hey, warum hast du die denn einfach davon kommen lassen? Na, überleg doch mal. Was soll denn passieren? 1 Kilo Tomaten ist doch okay. Ja, mein Pokémon ist wieder da. Ja, ich verstehe. Und was machen wir jetzt? Ja, ich möchte jetzt erstmal nach Stratos City. Du bist ein Stratos, du Depp. Und ich weiß nicht, ich will das unbedingt, der Stratos erst probieren. Alter, ja, Flo. Ich gehe zurück in meine Arena und ich gebe dir eine Kiroya-Beere. Also so viel zum Thema, diesmal kriege ich mit, worum es in der Story geht. Also dann, ich gehe in die Arena. Ja, guck mal, das war doch das Wichtigste, oder? Ein Rauchball. Ja, ist auch schon wieder 10 Minuten rum.
Kann man die Arena schaffen, aber noch. Gibt's den Kampf dann im nächsten Part wahrscheinlich? Ach komm, nee, ja. Ich ziehe jetzt durch. Mal gucken. Oh, Guido. Ja! Viel Spaß. Hallo, du musst doch Guido, hallo. Der gibt dir ein Tafelwasser. Ach, schön für dein Tafelwasser. Das brauchst du. Du wirst einmal sagen, ich habe kein Tafelwasser, scheiße. Ich hab kein Tafelwasser. Oh, das war das mit denen. Ach nee, die haben das gar nicht hinbekommen. Normalerweise gibt's hier diese Animation, dass man durch diese, ja, ich weiß. Wände so durchgeht. Das ist so wie, weiß ich nicht. Was ist denn jetzt los? Splish, splash, splash, splush. Was denn jetzt? Hast du das auch unten gelesen? Ja. Filippo? Ja, bitte nur Käfer-Pokémon. Nur Käfer. Castellit, das ist ja cool. Ja, Typ-Speed ist auch noch okay. Aber was hast du denn gegen Käfer? Ja, gleich Flug, aber erstmal will ich, dass sich die andere entwickelt. Na, ich hab jetzt Feuer mit meinem Igniwo. Denkt mal, wenn man Käfer hat, nicht so. Aber ich habe es. Ich find's blöd, dass dann halt in der 8. kam dann ja diese Business-Ding dazu, dieses einmal das mega lange und dann einmal dieses kürzere. Oh, ich weiß nicht. Das ist auch so ein Käfer-Feuer-Pokémon. Ach so, ja. Ich weiß den Namen leider nicht. Eine Schande, es tut mir leid. Das eine hat ja auch so eine Giga-Dynamix-Form. Nicht Käferbiss. Nein! Ja, Pelipper. Ey, was macht denn Käferbiss bei dir? Ja, es hat halt nur noch wenig Leben und ich hatte Aufruhr gemacht und konnte nichts anderes mehr einsetzen. Achso. Leute, das ist ein Problem eines Jans. Warte, ich vor allem Leben eines Jans. Heißt ihr Jan? Vielleicht heißt ja von unseren Abonnenten einer Jan. Oder von Zuschauern. Zuschauern müssen mal klar besser sein. Ja. Ist bei beiden kritisch. Oh nein, Netto mit, da kann ich ja nicht viel machen. Das ist ja. Was ist denn das noch? Gestein. Gestein, stimmt. Oh. Ich hätte Pflanzen machen, das wäre aber neutral gewesen. So geht's mal. Oh, fällt so auf. Aua. Aua, aua. Nein. Das macht Aua weh. Nein, der one-hittet mich. Nein, ich muss mich wieder heilen. No. Hasse dich. Mal gucken, wie schwer die Arena wird. Bisschen gelevelt haben wir. Oh nein. Mein Hund weiß, ist auch tot wegen deinem Felswurf. Willst du mich verarschen? Nein, hör auf. Was bist du für einer? Oh, Robustheit, Alter. Man tötet ihn doch jetzt. Oh nein, ich werde sterben. Nein, hat das wie Robustheit? Nein, ich werde sterben. Ach, oh Gott. Hilfe. Ich konnte gerade so besiegen, ich bin so tot. Was soll ich denn machen? Hilfe. Toll. Los, Philippa. Nee, das ist nicht. Ja, tut mir leid, ich muss mir jetzt heilen gehen. Ich hoffe, du gehst mit mir heilen. Warum soll ich denn jetzt mitheilen gehen? Ja, komm bitte. Musst du warten. Du bist eh schneller als ich. Ich habe gesagt, bitte mitnehmen. Level 25 und Level 26. Wie jetzt? Zwei Entwicklungen? Entwicklung, nee, eine. Aber hast du beides gesagt? Ja, dann halt noch ein Level ab. Alter, ich muss dann wieder gleich nachleveln. Ich raste doch. Oh, Membrana! Das liegt auch daran, dass manche Pokémon halt mehr EP brauchen. Als andere. Was eigentlich beim Käfer-Pokémon eigentlich gar nicht der Fall sein sollte, aber. Hallo, Igniwo? Ja, Igniwo, das war's dann aber. Und WhatsApp ist auch. Oh, endlich auch Typ Boden, Alter. Mm. Ja, nice. Ich wollte ihn gerade als Begleiter rausholen, geht aber nicht, weil. Geht nicht. Weiß ich nicht. Hey, du sollst. Hey, du hast doch einen mehr als ich. Frage ist, soll ich jetzt auch. Soll ich jetzt ganz fies sein und Meryl auch noch ein Level abgeben? Hä, ich will, dass die gleichzeitig gleich gelevelt sind. Ja und? Der ist ja schon an Level 26 und die anderen beiden 25. Ja, dann musst du die 25er wieder gleichen. Auf den 26 halt, mein Gott. Ja, dann entwickelt er sich wieder.
Dann brichst du die Entwicklung ab. Nee, ich breche gar nichts ab. Doch? Nein. Das macht mein Pokémon auch. Das ist nicht mein Problem. Warum bist du so ein Unehrenmann? Ich breche keine Entwicklung ab, das habe ich schon öfters gemacht und dann lernt er einfach keine Attacken mehr. Hä? Was ist das für ein Quatsch? Schau doch vorher nach, ob das so ist. Nee, ich guck, kannst du nachgucken, wenn ich abbrechen soll. Oder meinst du jetzt, dass der eine Attacke lernt mit, in der Entwicklung? Nee, in der Entwicklung wäre ja egal, aber das ist ja auch später lernen, aber... Achso. Wenn jetzt zum Beispiel auf Level... 26, Merrill. Als du Merrill was lernen würde und danach nicht mehr, dann lernt er das ja nicht Quatsch, mehr. Das macht er ja nicht. Und doch, könnt, ich muss ja auch Sachen beim Attacken erinnern. Das ist doch nicht mein Problem, das heißt nicht, dass ich das auch machen will. Willst du, musst du teilweise eh machen. Ja, dann will ich es nicht noch mehr machen. Hör auf, sei doch jetzt nicht so fies. Doch. Es gibt so kleine Probleme, du machst dir gleich so ein großes. Ich will einfach nur, dass du mich nicht wieder zerstörst. Alter, das ist so. Das ist, als ob das irgendwas abändern würde. Hier, auf Level 27 lernt... Nee, welche Generation ist denn das jetzt? Weiß ich nicht, eigentlich 5. eigentlich 6. ich weiß es nicht. Dann nehmen wir mal 5. Ja, auf Level 27 lernt das Risiko-Tackle und 32 Regentanz, also jetzt dein Merrill. Ja, sollst du gucken, was er zu Merrill lernt und nicht ja, was Merrill ja, ich bin lernt. Ja dabei, aber das ist... hier. Oh, doch. Ich dachte, jetzt hätte ich das Bild. Hä, hey, ja, wo muss ich denn hingehen? Knuddler lernst du ja eh nicht. Ja, alle gestellt Schalter drin. Was muss ich denn? Wasserring brauchst du ja eh nicht und Risikodeckel auf 33. Wasserring auf 27, aber Wasserring passt ja nicht. Doch. Das hab ich gerade erst verlernen lassen, aber ich will das wieder haben. Ach, halt doch dein Maul! Was ist das für ein Mensch? Ich find's einfach lustig, wenn du dich aufregst. Deine Stimme ist ja nicht mal nett dabei. Also richtig genervte Stimme, wo du nicht bist. Wahrscheinlich 90% des Tages genervt. Ja, von dir. Hallo, sonst habe ich eigentlich eine ganz andere Stimme, nur wenn du da bist nicht. Du kannst gar keine andere Stimme machen. Doch. Denn eigentlich bist du Manuel Neuer. Och nee. Oh nein, jetzt nee. Jetzt habe ich eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Ah, schön. Sag ich ja. Aber ich habe ja noch kein Pflanzen-Pokémon. Ja, scheiße. Ja, du eben ging es noch klar nur mit normalen Schwäche. Aber jetzt mit Vierfach tut das schon ein bisschen weh. Aua, weh. Ja, ja dann trainiere ich Merrill jetzt aber nicht, wenn ich es nicht entwickeln darf. Nee, sollst du ja auch nicht. Ja, dann ist Plipper halt gleich Level 30. Nein, du sollst das trotzdem gleich. Du hast doch 3 Pokémon. Ja, das eine trainiere ich mit Sicherheit nicht in der Pflanzen-Käfer-Arena. Ja, trainieren, das heißt trainieren, schmarmieren. Bist denn du jetzt? Da unten. Du musst noch gegen ihn. Boah, ich hab nicht auf den Schalter gedrückt, ich bin so blöd. Haha. Schraffikrull. Mir fällt gerade so auf, ich hatte Merrill noch nicht einmal im Kampf. Ach ja. Hab ich denn? Wen hab ich? Merrill kann ja fast jeder lernen. Es geht auf zu Arti. Meinem, wie nennt man's? Den Freund? Nein. Meinem... Blutsbruder im Geiste. Uff. Vom Typ Käfer. Wir haben leider keinen Typ Wasser, auch keinen Wassermitglied, der wird da doch hier. Nur bei Schwarz-Weiß 2 gibt es einen Wasserrennleiter. Das ist da der 8. Das ist der liebe Benson. Gibt's den nicht hier auch? Ist das hier so rum? Nein. Gibt's nicht. Und jetzt reden wir mal. Vielen Dank für das Eben. Ich werde die jetzt mal einheizen mit meinen Käfer-Pokémon. Ich werde die mit meinen einheizen. Nein, du Miet! Aber ich will doch Rollum. Oh je, ist der stark. Natürlich. Gleich. Nein, du Miet. Nein. Mein Nonsens, würde ich kurz sagen. Hast du den im Team? Das würde doch gut bei dir reinpassen. Ah, einer fehlt noch.
Oh nein, Felswurf ist tödlich. Nein. Nein, ich kann nicht gewinnen. Felswurf tötet mich. Man hat mit Trombuster überlegt, wurde verwirrt und hat sich gar nicht selbst getötet. Alter, ich habe doch keine Chance gegen den. Fuck, jetzt habe ich Superschall eingesetzt. Das wollte ich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ich habe auch keinen Beleber mehr, weil ich die alte schon verbraucht habe. Ich habe meine auch verbraucht. Aber ich brauche noch nicht, weil ich gerade alles wollte. Weil er so oft trifft. Ach man, das ist unfair. Ich habe keine Chance. Kommt mir bekannt vor. Hustus letzte Arena. Oh nein, ein Matrifol. Nicht mal das tötet ihn. Als ob der da mit einem KP überlebt. Deswegen habe ich jetzt verloren. Willst du mich verraten? Also ich wanderte gerade alles schön. Das gefällt mir. War ja nicht mehr Robustheit, ey. Ach, ist das belastend. Und noch ein Folikon. Wesen sich meine Aufnahme. Okay, ich bin fertig. Ja, freu dich. Ich freu mich auch. Nach der letzten Arena musste das jetzt auch sein. Oh. Ja, ich hätte das gleich machen sollen. Und der Kampf ist schon vorbei. Jetzt musst du dann ja reden. Ja, Leute. Ja gut, schneiden musst du da nicht irgendwie, außer, weiß nicht, was du da machen willst jetzt, wenn ich nicht jetzt schaffe. Ich hole mir kurz mein Pokémon ab. Ist ja dein Potter. Zeig das dann schön und dann gucke ich dir zu. Hey, das darfst du noch nicht. Hey, warum? Wir müssen es kämpfen. Ja, und ich kann es dir trotzdem schon zeigen. Nein. Dann halt nicht. Gesetz. Beim letzten Mal war es Kraft, weil du die Manneskraft der Pokémon brauchtest. Nimm doch deins auch mit, das ist richtig gut, was du jetzt kriegst. Okay. Ihr wisst es ja eigentlich schon. Naja, nicht direkt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, gut, der eine wurde sogar Melon. Mit Gift. Aber er hat ja noch gar keine Giftattacke. Ach man, jetzt habe ich das andere vorne. Weißt du was, ich paralysiere euch alle einfach. Ich kann dir auch kurz ein Polypa ausleihen. Ach, ich brauche hier keine Almosen von dir. Ich nehme von Hotz noch nichts an. Das hat alles aber schön gewonnen hättet. One hätte dich auch gleich. Ich hab dir den Zitrobeere weggemampft. Oh, es ist geparat. Alter, hast du Glück. Zweimal Fullpaare. Und ein Trank. Ah, den konnte aber mir gar nicht einsetzen. Ich wollte mich hier nicht zu früh freuen, was hier noch im Let's Play passieren könnte. Ja, ich weiß, aber gerade freue ich mich. Ja, man muss wie immer bestimmten Werbung leben im Moment. Ja, genau. Jan ist da voll dabei gerade. Er hat eben auch 5 Kilo Weed genommen. Hallo? Nee, Kinder nehmen keine Drogen. Jan ist leider ein schlechtes Beispiel, was das angeht. Hallo? Kannst du mal aufhören? Ja, wir können aufhören, wenn du magst. Also ich hab's geschafft, du bist der hier, der noch hinten dran hängt. Nein, das meine ich nicht. Ja, aber aufhören mit allem. Aufhören mit dem Leben. Aufhören zu leben, genau. Nein, aufhören mit dem Leben, nicht aufhören zu leben. Das bist du im Verein, Mensch. Aufhören mit dem Leben Leute, zu leben. Leute, nehmt euch bitte kein Beispiel an Jan. Das ist, der ist kein Mensch. Halt. Der ist schon ein Mensch. Nein! Gott, krass, wir müssen dich verarschen. Du Arschloch. Okay, du Arschloch. Du Ausgang der Kacke von einem Menschen. Warte mal auf jetzt damit. Das ist nicht nett. Du warst doch bald ein Teil meines Teams. Okay, jetzt nicht mehr. Wollte aber ja. Du kannst es doch jetzt nicht schaffen. Ich will, dass du leidest. Schaff ich auch nicht. Frage ist ja schneller als ich. Ist ja niemand schneller als ich. Ja, wenn du Litomit noch tötest, dann. Rollum sollte eigentlich nicht so schwer werden. Bin ich tot. Wenn er mich trifft, bin ich tot. Hallo, Litomit, enttäusch mich nicht. Ich bin mir relativ sicher, du hast Litomit noch im Team. Es gibt keinen Kommentar. Ich werde hier keine Äußerung abgeben. Ja, das heißt schon ja.
Es bleibt nee, nicht mal mehr was anderes übrig. Ich wäre mir da nicht so sicher bei deinem Halbwissen. Guck ich jetzt halt nach. Weiß nicht, was ich machen soll. Also was man soll. Ja, Permi cooler, aber. Dann noch Permi cooler. Bei dem Rest hast du entweder schon im Team oder hast gesagt, die nehme ich nicht. Ja, das habe ich aber oft aus. Also ich habe das schon gesagt, ja. Das ist mir viel zu spannend. Du wirst kein Mono-Pokémon nehmen, du hast gesagt, du magst keine Vierfachschwächen, also Feuer. Bin du wirst nicht stärker? Zwei davon reinnehmen. Physisch oder? Was? 31 gegen 40. Weil das Elektronetz ja fast genauso stark wie Käfer bist. Na gut, aber durch. Wird auch noch langsamer. Nein! Geh doch sterben! Nein, wo bist du nicht paralysiert? Ach. Als ob. Wirf doch einfach jetzt. Mann, ey. Oh. Kampf, ey. Bitte lass mich schneller sein als Rollum. Okay. Oh. Autsch. Autsch. Oh. Das könnte jetzt halt auch noch. Boah, dein Mutter. Nur ein Ignivor. Nein, ich gif doch nein. Was unverwandeln. Als ob. Ja. Ach komm. Ja. Du bist jetzt übelst viel Glück mit Para. Oh Leute, ist das ein Krampf? Ist das ein Krampf hier? Ja. Ich bin hier. Naja, haben wir es doch beide relativ problemlos geschafft. Oh, ich habe Angst gehabt. Arti, ey, du bist ein ebenbürtiger Gegner, auf jeden Fall. Na, so was, ich habe gleich verloren. Du bist ein starker Trainer. Schau mal diesen Ort hin. Oh, der ist wundervoll. Diese Kanten, diese Glätte. Ui. Ja, der ist halt ein Künstler. Hier ist doch ganz schön, oder? Jetzt gehorchen die Pokémon bis Level 31 und du bekommst Treff. Käfertrutz. Ja, Käfertrutz ist eine tolle Attacke. Oh, kann ich die überhaupt wem beibringen? Was hast du für Level? 26, 25, 24. Och, jetzt musst du trainieren. 50 Stärke, mhm. Käfertrutz ist interessant. Mal gucken, wenn ich das beibringe. Oh. Da lang. Ja, ist leider so. Leben ist hart. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Och nee! Doch, Mann, ich wollte gerade sagen. Hallo, kannst du mich hören? Ich habe gerade ein Spezialtraining gemacht. Wir waren am Ende von Route 4. Gut. Und damit beenden wir diesen Part. Wir hoffen, euch hat der Part gefallen und schalten uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Schwarz wieder ein. Kriegst du mit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.